Wie muss denn jetzt der St. Wolfgang Wein schmecken? Gut! Ja, der Faszination des Salzkammergutes mit seiner eindrucksvollen Landschaft aus Bergen und den zahlreichen Seen und vor allem der Kulinarik kann sich wohl kaum jemand entziehen. Und dabei wird Regionalität und vor allem Qualität großgeschrieben. Und dies alles wird seit einem Jahr bei einem ganz besonderen Einkaufserlebnis im Zentrum von St. Wolfgang geboten. Heimatgold St. Wolfgang vermarktet bereits über ein Jahr lang bäuerliche Produkte, hauptsächlich aus der Region Salzkammergut und Oberösterreich. Da auch der oberösterreichische Wein für Gäste mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, hat es sich Heimatgold St. Wolfgang gemeinsam mit der Gemeinde St. Wolfgang, dem Tourismusverband Wolfgangsee und einigen Gastronomen zum Ziel gesetzt, einen St. Wolfgang-Wein ins Leben zu rufen. Es ist so, dass in Oberösterreich eigentlich normalerweise Winzer nicht wirklich üblich sind. Also es gibt gute steirische Weine, gute niederösterreichische Weine und so weiter. Und Oberösterreich hat beim Wein jetzt noch nicht so wirklich viel Winzer natürlich außerbringen können, weil es auch nicht wirklich ein Weingebiet ist. Und wir haben uns gedacht, nachdem wir eigentlich seit Anfang an, also mit Heimatgold, St. Wolfgang, zwei oberösterreichische Winzer im Geschäft haben, haben wir uns gedacht, da müssen wir unbedingt einen St. Wolfgang Wein machen, dass einfach das in die breite Masse kommuniziert wird, dass ein Oberösterreicher einen sensationell guten Wein machen kann. Dazu fand im Heimatgoldgeschäft in St. Wolfgang eine Blindverkostung von 10 Weinen von 2 oberösterreichischen Winzern statt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich da jetzt vergeben soll. Am Anfang ist das nicht so leicht, weil man ja noch keinen Anhaltspunkt hat, wo sich das Ganze hinbewegt. Aber mir schmeckt eigentlich ganz gut. Darum werde ich da jetzt einmal einen Dreier vergeben. Dann riechst du nochmal. Ich kann das noch nicht. Sicher, du recht professionell. Ja, das schaut aber nicht das Gleiche. Und? Ja, es wird von Wein zu Wein besser. Im Bürgermeister stellt man sich eigentlich eher vor, so als Biertrinker. Habe ich früher auch oft gemacht. Ist aber jetzt so, dass man eher auf den Wein umgestiegen ist. Wirklich? Ja. Also schon ein bisschen ein Weinkenner sozusagen, nein, jetzt? Absolut nicht, aber ich trinke gern Wein. Muss ich gerade fragen, das große Fragezeichen, was heißt das? Naja, das war der letzte Wein, da weiß ich eigentlich nicht so wirklich, was ich schmecken soll. Wir haben natürlich einiges schon gekostet, was hochinteressant war. Der war sehr fruchtig, hat eine tolle Farbe gehabt, hat ein bisschen mussiert. Aber es ist jetzt nicht ein Charakteristikum, wo ich sage, boah, den möchte ich nur einmal. Darum ist auch manchmal ganz interessant und die liebe Kollegin bringt nur einmal an von den ersten Weinen. Nach einem gewissen Zeitl nur einmal was zu kosten, was eigentlich auch geschmacklich eher schwächer war. Trotzdem aber dann durchaus zu einer Geschmacksexplosion führen kann. Darf ich bei Ihnen einmal nachfragen, haben Sie schon eine Bewertung abgegeben? Ich habe noch keine Bewertung abgegeben, aber ich schließe mich meinem Nachbarn ziemlich an. Es ist ein einfacher, kleiner Wein. Der Rotwein kommt ja noch. Vom Weißwein haben wir jetzt schon 5 verkostet. Ja. Gibt es da schon so einen Favoriten bei Ihnen, was sagen? Ja, der passt also eigentlich. Der vierte hat mir sehr gut geschmeckt, muss ich sagen. Der war hat eine sehr schöne Frucht gehabt und sehr, sehr anhaltend war der. Also sehr satt. Du tragst jetzt sozusagen die Entscheidung in Händen, oder was haben wir denn da jetzt? Genau, da sind jetzt alle Kostscheine, quasi von allen 10 Kostproben, von allen unseren 15 Verkostern, die was jetzt da waren. Und jetzt geht's ums Auswerten. Ja, und 2 Wochen nach der Blindverkostung ist er nun endlich verfügbar. Der von der strengen Jury ausgewählte St. Wolfgang Wein. Wer hat denn jetzt das Rennen gemacht? Ja, wir haben den Wolfgang Költringer vom Innviertel. Und zwar hat der den Zweigelt 2016 gewonnen und die Liesl, ihr Sohn, hat da ein voll schönes Etikett gemacht, also ein voll schönes Foto vom Wolfgangsee und das ist jetzt da drauf. Und als Weißwein hat ein grüner Veltliner 2017 von Költringer gewonnen, der auch beim Falstaff jetzt 90 Punkte von 100 gekriegt hat. Also wir haben ungefähr den gleichen Gaumen wie Falstaff, Joran, also das ist, glaube ich, ganz, ganz beachtlich. Und dann haben wir in Armin Kindesberger, der was den Rosé am See quasi gewonnen hat. Der Rosé ist auch 2017er Wein.
Wie würden Sie denn beschreiben, für jemanden, der was noch nicht gekostet hat? Also grundsätzlich besticht er durch seine Farbe. Er hat ein feuriges Pink. Vom Duft her ist er sehr interessant. Noch Erdbeeren, Kirschen, Himbeeren. Er hat einen spritzigen Geschmack und durch sein angenehmes Säure-Fruchtspiel ist er eigentlich ein perfekter Begleiter für einen Chill-Out-Nachmittag, für einen Sundowner oder einfach zum gemütlich dahindrängen. Also wenn es geschmolzen ist, sagt der Wolfgang. Jetzt ist bei einer Blindverkostung Ihr Wein als St. Wolfgang Wein gekürt worden, also zwei Weine sogar. Das sind Weine, die sonst ja eigentlich andere Auszeichnungen auch bereits haben. Ja, wir haben jetzt, gerade frisch ist der Falstaff-Führer herausgekommen, wo wir das Glück gehabt haben, dass wir erstens aufgenommen sind in den Wein-Falstaff-Führer österreichweit und zweitens ist der Wolfgang-Wein, der Grüne Veltliner, mit 90 Punkte bewertet worden. Das ist für uns extrem cool. Und 90 Punkte heißt eben nach Falstaff, zählt zu den Besten des Jahrgangs. Ja, das ist für uns einfach eine tolle Geschichte. Seid ihr stolz, jetzt den St. Wolfgang-Wein präsentieren zu können? Eigentlich schon sehr stolz, weil ich habe mir das vorher nicht so richtig vorstellen können. Aber ja, mit den zwei Winzer aus Oberösterreich haben wir das bewerkstelligt und die haben sich bereit erklärt und die, glaube ich, sind genauso stolz, dass ihre Weine eben da in die Wahl genommen wurden. Man meint es fast nicht, aber es gibt einen grünen Veltliner aus Oberösterreich und wir haben jetzt sehr interessante Sachen gehört vom Klimawandel, der also mittlerweile auch auf Weinbau durchschlägt. Und es gibt auch einen roten, ebenfalls von Oberösterreich, und das hier am Wolfgangsee anbieten zu können, ist natürlich hochinteressant. Für mich ist Touristiker besonders, weil es gibt immer wieder Gäste, die wir beschenken, und hier etwas Typisches von Oberösterreich anbieten zu können, das ist schon ganz eine tolle Sache. Herr Bürgermeister, Sie haben es sicher schon verkostet, also die drei Weine, die drei St. Wolfgang-Weine, was sagen Sie denn dazu? Schmeckt er auch? Ja, schmeckt sehr, sehr gut. War eher eine harte Auswahl. Es waren viele gute Weine, sind zur Auswahl gestanden und die drei haben sie jetzt durchgesetzt und sind wesentlich stolz, dass wir jetzt einen eigenen Wolfgang-Wein haben. Ja.